Hallo. Oh, verdammt. Heute habe ich wieder keine Stimme. Hallo. Ja, in der letzten Folge, da sind wir ja nicht gerade weitergekommen. Da hatten wir wieder kein Glück mit Kane. Oder kein Glück mit Kane. Das passt ja. Ich glaube, diese Runde habe ich irgendwie Lust. Habe ich überhaupt das Mikrofon an? Ja, es ist an. Ich habe Lust mit Isaac loszugehen. Und muss gucken, ob ich das schaffe. Oh, guck mal. Und Max hat... Ah, er ist wieder traurig. Oh. Aber so klassisch mit Isaac. Und hallo, Glubschis. Boah, da habe ich keine Angst. Vor allem, weil ich jetzt Riesentränen habe. Riesentränen. Habe ich schon Riesentränen gesagt. Der Arme, ey. Was für Riesentränen hat jetzt, ey? Ah, das Gesicht ist so traurig. Oh, ich bin voll laut irgendwo. Bitte, 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 bitte. Super. Gut, nun geht. Aber immerhin ein bisschen was gekriegt. Oh, Riesentränen. Oh. Das ist voll traurig mit den Riesentränen. Am Halloween fällt mir gerade ein. Also, ich weiß nicht, wann ich das jetzt hier hochlade, aber Halloween, da kommt ein neues Upgrade und da werde ich definitiv ein spezielles Video zu machen. Also zum Game kommt ein Upgrade, deswegen. Und wenn ich das hochlade, weiß ich auch noch nicht, aber ich werde es auf jeden Fall alles hochladen. Das ist sowas von klar. Hochladen ist kein Problem. Das sind so kleine Dateien mittlerweile bei mir, weil ich es hingekriegt habe, dass man so schnell. Wow, Riesentränen, komm. Oh. Komm, friss die Riesentränen. Oh, da müssen wir mal durch. Shoot the poop. Mach die Kacke weg. Hab ich schon Riesentränen gesagt. Ich finde das irgendwie voll traurig, was er so riesen Tränen hat, ey. Der arme Junge. Aber immerhin kriegen wir damit den Orgasche kaputt. Der ist tot. So, ey, wo wurden nicht getroffen wieder mal? Das könnte wieder so ein Judas-Run werden wie letztes Mal. Womit Judas einfach nicht getroffen wurden. Das war lustig. Aber ich sehe es ja schon kommen, wir werden gleich getroffen, weil ich es gesagt habe. Na, ah, bisher geht's noch. So, kann es eigentlich sein, dass sie mehr Schaden machen? Oh, und ich merke auf, ich habe das Ding hier offen. Ja, wir machen mehr Schaden. Tut mir leid, wenn ich das ab und zu mal vergesse, das kann mal passieren. Mach ich nicht mit Absicht. Oder vielleicht doch, oder vielleicht nicht, oder vielleicht doch, oder vielleicht nicht. Balls of Steel, gut. Nicht schlecht. Zombies. Zombies. Oh, ist, ob das wirklich Zombies sind, ich weiß nicht. Wie soll man die bezeichnen? Hm, keine Ahnung. Und Riesentränen. Ja, sorry, wenn ich euch damit auf den Sack gehe, aber... Oh, es ist so traurig. Guckt ihn euch doch an. Also wir machen auch anscheinend auch mehr Schaden mit den Riesentränen. Bomser Keys. Okay, wir haben Schlüssel. Können wir gebrauchen. Echt, das war gut. Das war nicht schlecht. Es sei denn, wir kriegen jetzt 10 Schlüssel hintereinander hergeschmissen. Das wäre natürlich ein bisschen scheiße. Hier, da können wir es gut gebrauchen. Komm, fresst meine Tränen. Die riesig sind. Ich kann es auch nicht lassen heute, ey. Ah, Bombe, gut. Vampir. Ah, schön. Ihn euch mal an, ey. Jetzt hat er keine Riesentränen mehr, aber trotzdem noch Riesentränen, weil er die abfeuert. Hallo, Sloth. Sollen wir schaffen. Sloth ist nicht so schwer. Wow, und tot. Bob's Rotten Head. The Parasite has appeared in the basement, okay? Das hört sich interessant an.
Wow, da wurde ich gerade getroffen. Okay, wir wurden bisher jetzt einmal getroffen. Das geht aber eigentlich. Dafür, dass wir eigentlich manchmal so failen, ist es in Ordnung. Würde ich mal sagen. Na, jetzt wurden wir zweimal getroffen. So viel dazu. So klar. Leck mich doch. Es gibt nur einen einzigen Ort, wo der geheime Raum. Es gibt zwei Orte, wo der geheime Raum sein könnte. Komm, versuch mein Glück. Wenn ich Pech hab, Pech. Pech. Ich finde das einfach nur zu lustig. Schwer zu erklären. Muss man Spaß dran haben, glaube ich. Gemini, sollen wir machbar sein. Weil wir mit einem Part von ihm fast one-shotten können. Dank unserem Bob's Rotten Head. Das finde ich jetzt praktisch bei Isaac, weil er fängt mit allen Herzen an und er hat kein Item. Das heißt, man kann nicht irgendwie hier. Ja, Book of Belial würde ich zum Beispiel nie abgeben. Bin ich bekloppt. Oder Yamhart. Wenn wir mal tolle Items sind, finde ich. Und wir können Pac-Man Torte machen, gucken, was es sonst gibt. Der Pakt oder. Eigentlich brauchen wir Damage. Komm, scheiß mal so zwei Herzen und holen uns den Pakt Damage ab. Jetzt sind wir wirklich Teufel. Teufelchen. Ein bisschen mehr Schaden. Wenn wir noch das andere holen können, Lucky Horse schon fällt mir gerade auf. Egal, kein Scheiß drauf. Damage abreicht auch. Und allgemein, das Ding bringt eher wahrscheinlich wohl mehr Pech. Du hast zumindest für mich hier vorher angeguckt die ganze Zeit. Natürlich, aber immerhin haben wir Schlüssel gekriegt. Das hat schon was gebracht. Und da kommen wir nicht hin und da brauchen wir sowieso eine Bombe und Schlüssel und das wollen wir nicht machen. Natürlich laufe ich die Fliege rein. Gucken, wo wir lang gehen. Gehen wir hier lang? Ja, gehen wir hier lang. Hallo, deformierte Glubschis. Die sind schnell kaputt. Sowas hätten wir letztes Mal mit Kane gebrochen können. Irgendwie so der Pakt oder sowas. Also sowas kriegen auf jeden Fall. Da hätten wir viel mehr geschafft. Also ganz ehrlich, letztes Mal, das war richtig lame, weil wir keinen Schaden hatten. Deswegen pfeife ich jetzt auch mal auf die zwei Herzen, weil wir brauchen Schaden. Wirklich. Schaden ist wichtig. Sand mitnehmen. An die Pille kommen wir nicht ran. Schade. Gucken wir mal, wo wir lang gehen können. Nach oben nur noch. Irgendwo oben muss der Itemraum sein. Da wollen wir auch hin. Ah. So ein Raum, ey. Na toll, alle Dinger wieder weg, alle Soul Hearts. Komm. Ich hasse es, dass die mal weggenockt werden, weil sonst würde man die einfach locker klatschen können. Was hier drin ist? Ja, komm, wir brauchen das. Schlüssel. Hat sich gelohnt. Irgendwie ein allzu starker Gegner kommt, haben immer noch Bob's Rotten Head. Aber die sollen wir schaffen. Wir könnten mal ein Speed-Up gebrauchen, fällt mir gerade auf. So. Natürlich bekomme ich solche Gegner, ist ja wieder klar, ne? Immerhin mein Herz wieder gekriegt. Und Schlüssel, also wir sind
mit Plus rausgegangen. Wir bräuchten jetzt noch 3 Münzen, dann könnten wir mal in den Itemraum reingehen, was kaufen. Komm, 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 komm. Voll daneben. Natürlich. Ich stehe aber auch richtig scheiße, also so. Boom. Egal. Halo of Flies, ja gut. Immerhin. Haben wieder was Dinge abschießen, abfangen kann. Oh nein. Hätte doch nicht hier reingehen sollen mehr. Sein, wir machen die jetzt ganz schön kaputt. Gut, wir haben die ganz schön kaputt gemacht. Ich mag die Hopper ja überhaupt nicht, aber das hatten wir schon mal, glaube ich, gehabt. Das Thema. So. Ah, uns fehlt Geld, wir können nicht da reingehen, aber dann. Pff, scheiß drauf, machen wir erstmal jetzt hier den Boss. Wenn wir ihn schaffen, natürlich. Scharf, sollte machbar sein. Ah, verdammt! Okay. Damage up. Okay. Das ist nicht schlecht, das hat sich gelohnt. Ich flug erstmal schon und dann auf einmal krieg ich den Damage up, ey. Hammerhart. Genial. Das habe ich noch nie gehabt. Neues Item. Codehanger, TS up, das ist auch schön. Jetzt feuern wir auf jeden Fall schon mal wieder eine Kanone, das ist richtig gut. Und wir brauchen definitiv mal wieder Bomben, ey. Wow, da kommen wir. Ah, verdammt, nein! Ich will nicht dadurch sterben! Haben wir gerade Vampir gekriegt, Gott sei Dank. Oh, ey. Die wirklich alle auf einen raufgehen, das ist richtig nervig. Na, hat nichts gebracht, aber immerhin ein bisschen Bumm gemacht, ist schön. Hoch. Ja, das war ganz schön Schaden, ey. Das macht verdammt viel Schaden. Hier schon wieder. Guck mal, wie schnell wir die kaputt kriegen, ey. Das ist krank. Im Bus ist auch toll. Ich meine, da muss ich nicht so lange. Rough. Okay. Sollten wir schaffen. Wenn er mal hinkommt hier. So. Bombenmann, komm her. Easy. Und wir kriegen wieder Bomben. Schön, das haben wir gebraucht. Hallo. Und tschüss, erster davon. Eigentlich, also jetzt machen wir momentan richtig schön Schaden. So, so kann es bleiben. Wir brauchen aber wieder mal einen Helfer oder so, das wäre natürlich nicht schlecht. Und wir brauchen mal langsam mal einen Schlüssel. Komm,
gucken, ob wir da einen Schlüssel drin haben. Vielleicht die Karte auf The Moon oder sowas, dann kommen wir direkt in den geheimen Raum. Temperance, naja. Aber immer haben wir ein paar Bomben gekriegt, das ist schon nicht schlecht. Temperance spawnt ja diese Bloodbank, die brauche ich nicht. Wobei, ich könnte die benutzen. Schön. Aber nicht viel drin. Jetzt könnten wir wirklich in den Shop rein, aber wir brauchen mal langsam Dings. Item dafür. Nicht Item. Ach, ihr wisst, was ich meine. Schlüssel. Genau. Boom. Schön. Bitte, dieser Raum, gib mir einen Schlüssel. Ganz ehrlich. Ich will nur einen verfluchten Schlüssel haben. Natürlich gibt er es mir nicht. Auch kein Schlüssel. The Hermit, da kommen wir in den Shop rein. Steam Cell, Batterie und Tarotkarte. Batterie. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Schön. Ja, und dann brauchen wir noch definitiv einen Schlüssel. Irgendwie einen Schlüssel müssen wir kriegen. Wenn nicht, haben wir Arschkarte, dann können wir halt nicht in den Itemraum rein. Aber immerhin haben wir jetzt Batterie gekriegt. Bomben haben wir genug, Schlüssel kriegen wir gar nicht. Wie immer. Mir wäre es auch ein Bombster Keys nicht so schlecht. Also das hätte ich jetzt auch gern. Das wird sich schon lohnen. Natürlich, da konnte ich nichts anderes machen. Da muss ich getroppt werden. Das ist auch wieder so ein richtig böser Raum, den man ungern dagegen hat. Wir brauchen ein Herz eben. Dann müssen wir zurück. Genau, um uns das hier. Gucken, ob wir da was finden drin. Das würde ich jetzt meine letzte Chance, einen Schlüssel zu bekommen. Bitte, bitte, Schlüssel. Natürlich nicht. Keine schweren Gegner, sollen wir schaffen. Alles machbar. Boom. Auch nicht schwer. Machbar. Lachhaft mittlerweile. Wir können nicht in den Shop, in den Itemraum rein. Wir können nicht rein. Das ist das Nervigste von allen jetzt. Pestilence. Komm, ich will ihn einfach nur unter Beschuss nehmen, das ist ja so schnell kaputt. Wenn er jetzt mal rauskommen wird aus der Ecke, den kriegen wir nicht mehr aus der Ecke raus, oder was? Tja! Wenn den Boss verbuggt, oder was? Was ist das denn jetzt, ey? Wenn den Boss verbuggt! Komm nicht mal an ihn ran. Was ist das? Komm, wir jetzt noch mal raus. Vielleicht kommen wir noch mal raus. Auch nicht. Schön, wir hängen jetzt hier fest. Wir können nichts machen. Komm irgendwie raus, Boss. Komm irgendwie raus. Ich kann auch keinen Schaden mehr hinzufügen. Nichts.
Wir haben verkackt. Wir haben verloren. Schön. Geil. Geil. Kann ich irgendwie wieder aus dem anderen Raum, aus dem Raum raus? Nein. Schön. Haben verloren. Komm, dann werden wir auch richtig sterben. Komm. Fliegen tötet mich. Geil. So. Das war jetzt unfair. Das war jetzt richtig unfair. Da kann jetzt jeder sagen, was er will. Dann mache ich jetzt direkt noch einen Run dahinterher. Ist mir jetzt scheißegal. Das sehe ich nicht ein. Das sehe ich nicht ein. Wir waren so gut. Wir hatten so viel gute Items bekommen. Komm, Moment. Exit to Main Menu. Wir machen das jetzt nochmal richtig, so. Mann, ey. Wir es jetzt schaffen. Ach komm, wisst ihr was? Ich hab erstmal keinen Bock mehr. Ist mir scheißegal, hab erstmal keinen Bock mehr. Das war richtig scheiße, was das Game gerade mit mir gemacht hat. Das hat mich einfach mal komplett da in die Ecke reingedrängt. Ich konnte nicht raus. Mann. Also, das müssen sie definitiv mal rauspatchen. Das könnte ich mal am besten mal irgendwie mal schreiben. Wenn denen auf der Seite oder so. Oder den Entwickler mal schreiben, dass die einfach mal komplett verkackt haben, dass die Bosse da in die Wände reingehen können. Naja, ich sag auch immer mal bis nächstes Mal und vielleicht haben wir dann nächstes Mal ein bisschen mehr Glück, dass wir nicht einfach mal in die Wand rein. Ja, gebackt werden, ey, dass die Gegner nicht reingebackt werden. Bis dahin.